herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Und da geht's hier wieder los hier an. An das hier wieder mal. Wunderbar. Ja, also wir haben ja natürlich was davon, ja. Ja, gut. Also fast schon alles in Ordnung gebracht. Aber, ich habe halt leider mal hier zu sehen, hier das letzte Video, wo sie hier zuletzt eigentlich weiter hochladen sollten. Ja, wirklich nicht da auf YouTube irgendwie nicht daran gekommen. Keine Ahnung, warum das da so liegt oder. Keine Ahnung. Ich kann ja nur da hoffen, dass es hier normalerweise funktioniert. Ich habe jetzt ja auch mal, glaube ich, ja auch schon hier bei Alice München wieder mal probiert, aber da muss ich wieder hier da nicht herankommen, dass ich wirklich ja dazu so mal sehen, ob wir mal nehmen können, ne? Das ist ja eine gute Frage, so, weil wir müssen natürlich mal kicken. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, was ich ja vielleicht hier bei meiner, auf dieser Map ein bisschen ändern kann, umgestalten kann. Ein bisschen halt so eher ein bisschen mehr Platz. Nicht so, nicht nur für die Geräte da, also da halten kann. Nee, sondern noch hier andere. Tollerweise. Das ist so klar, dass es ja so typisch ist. Ne. Aber mal sehen. Nein, wir müssen auch hier natürlicherweise auch ach so. Klar, wir wollen natürlicherweise da ja auf dem großen Feld natürlicherweise da ja wenn es geht mal da halt wunderbar da rein pflanzen halt, also quasi halt die Zuckerrüben halt, also nicht hier richtig lang, sondern so richtig Rüben hier normal. Das ist nur so eine kleine Pflanze, die man da pflanzt und dann kriegt sie nur so ein bisschen die Grünblätter raus und dann kann man mit dem Rübentechnik da halt wunderbar da ernten. Und man bekommt dann natürlich was auch so auch mal Kohle. Aber das ist auch ja kein großes Problem. Aber mal sehen. So, hier sind die Zuckerrüben. Das Baumwolle. Ja, jetzt muss ich wieder hier. Aber mal sehen, ne? Ob er ja sein. Also auch sich nehmen kann. Ne? Ist doch klar. Aber natürlich weiß das schon sowieso viel was uns an Bord, ne? So, ja, dann werden wir mal langsam mal anfangen. Also ich wollte ja auch natürlich was dazu ja sagen, ne? Dazu noch extra alt. Also ich werde natürlich was in den nächsten Tagen, also nächste Woche, wenn ich noch so extra dazu für mich ja die Zeit nehmen kann, halt ja als so eine kleine Tutorial. So, ich weiß, dass in der Regel so fast hier so kennt, wie man das macht und so was mit Mods so kennt, aber ich wollte nur ein bisschen auch zu der so erklären, also so für euch mal zu zeigen, wisst ihr, das ist ja kein großes Problem, kann man ja wohl was da ja sagen, ne? Ist schon klar, aber es wird ja so oder so wieder kein großes Problem sein. Dennoch wäre es sinnvoll, ihr nicht nur
nicht hier alleine hier auf dem Großfeld zu arbeiten, nein, sondern natürlich also mit Multiplayer zusammen zu zocken, wäre es ja richtig reinster, feinster, ganz guter Geschmack, kann man sagen, ne? Und auch natürlichweise auch extra halt wunderbar, dass man da sowas ansieht, ne? Ja, wir haben ja noch eine noch hier für den. Das geht ja auch. Das kann ja auch gehen, weil das ist ja kein großes Problem. Und ja, das ist ja. Aber wir müssen natürlich auch danach, wenn die schon da reingesät hat, auch natürlicherweise auch da wohl mit Salz darüber streuen. Das ist ja auch richtig. Ja. Meine Güte. So. Ja, mal sehen. Ne? Ja, wir müssen ein bisschen hier. Absichtlich gewesen. Ist ja halt so, ne? Kennt ja jeden. Schön wäre, wenn es hier noch real wäre, ne, mit dem Feld. So, dass es richtig in Erde da rauskommen müsste, so wunderbar und super froh, aber das ist schon prima. So, ein bisschen müssen wir auch ein bisschen nacharbeiten, auch ein bisschen bei den Texturen ein bisschen halt, genau. Ah, das wird schon klappen. Ich werde vielleicht ja eines Tages vielleicht bei einem nicht mal irgendwann halt mit Unkraut halt da einschalten. Dann können wir ja wunderbar da Unkraut da wunderbar rausnehmen. Unkraut. So sieht's aus, ne? Tja, wenn man ja nicht so großes an Bord hat. Ja, das ist schon ja mega crazy, kann man sagen. oder auch nicht. So, also wir fangen mal. Nein, oh Gott, egal. So schlimm ist ja auch ja gar nicht. Man kann ja wunderbar hier da bearbeiten. Aber egal. Sowieso habe ich ja auch danach auch wohl entsprechend auch hier mit den Flügen Plattformen natürlich weiter weggemacht. Das ist ja kein Problem, kann man so sagen. Das ist schon klar. Ich klar. So. Naja, dann kann man auch schon ja zu Ende hier gleich mal. Ja. Aber mal sehen. Ich versuche es ja, wie es möglich wieder so wie gerade zu hin. Also, wie es möglich geht. Machen. Oder auch nicht. Aber mal sehen, ob das sicherlich ja was Gutes lohnt. Je nachdem halt, ob das ja wirklich stimmt oder nicht. Naja, mal sehen. Das ist so halt. Also auf jeden Fall gehe ich ja für mich hier natürlich mal. So sieht es mal so aus. Erstmal. Ja.